Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, oder wenn ihr das schaut, ich mache wahrscheinlich einen Grüße euch mal wieder nach viel zu langer Zeit. Zurück zu Pokémon Renegade Platinum. Und ich habe meine Monster im Training noch nicht geheilt, deswegen. Mei. So, der letzte Part ist ja ein bisschen her. Und da haben wir grandios gegen das Cognodon von Fight verkackt. Habe ich eine Umfrage gemacht, oben am i, wie ihr das denn seht. Ob wir jetzt quasi, ob ich jetzt zwei Demons mal trainieren soll, auf eine bestimmte Range. Also so zwei, drei Level habe ich da im Video vorgeschlagen. Oder ob ich, oder ob ich es wohl direkt abbrechen soll. Also Mehrheit war dafür, dass ich das weitermache mit der neuen Level Cap. Also weil ich es immer mache mit zwei, drei Level Caps nach oben. Und hier seht ihr das Team, wie es jetzt bereitsteht, wobei es wahrscheinlich im Kampf so bereitstehen wird. Wenn es durchgehen, die Monster haben jetzt nicht so alles dazu gelernt, nur dass ihr mehr vielleicht die Stats seht. Hier Paea, der hat keinen neuen Move erlernt. Charmeleon hier, der hat sich erstmal weiterentwickelt, das war vorher ein Romanda. Und dann jetzt, der hat statt Metallklaue und Biss jetzt Drachen, Feuerodem und Drachenwut. Drachenwut fand ich einfach nur gut im aktuellen Stand des Spiels, weil 40 Damage so for free sind auf manchen Mons schon ganz praktisch. Ist es vielleicht nicht irgendwie was für einen Arena-Kampf, und vor allem mit Durchbruch habe ich so ziemlich alles, was ich auch mit Metallklaue gehittet hätte. Also in dem her, es ist jetzt nichts unfassbar Wichtiges, dass ich hier mehr Metallklaue habe. Da ist mir ein Durchbruch deutlich lieber. So, als nächstes haben wir Proteine. Ja, der hat auch nichts Neues erlernt, der hat nur einen guten Angriff hier. Und ja. Dann haben wir Hasenkeule. Hat auch nichts Neues gelernt, aber hat sich weiterentwickelt zu einem Nidorina und hat auch ganz passable Stats. Ja. Haben wir Frischkäse. Der hat auch nichts Neues gelernt, weil es noch ein Tarnhehl ist. Ab Metern erlernt er jetzt erst großartig was. Dann haben wir noch McNugget, der wird im Kampf auch so ziemlich gar nicht zur Geltung kommen. Hat nur Eoas neu gelernt. Statt hatte ich davor Heuler drin, jetzt habe ich halt Eoas, weil ist halt besser, ne? Aber stützen wir uns nochmal in den Kampf. Will ich das da wirklich oder nicht? So. Geplant ist jetzt vermutlich, dass ich erst auf Mogihib gehe. Ich weiß nicht ganz genau, auf was für eine Range ich den letztes Mal bekommen habe. Oder ich habe mir auch das Video nicht mehr großartig angeguckt, weil ich nur das Follow an Level 16 war und ich deswegen alle auf Level 18 trainiert habe. Und ja, ich würde sagen, schaffen wir rein. Welcome, this is the Allberg Pokémon Gym. I'm Rock, the gym leader. I'm but one trainer who decided to walk proudly with Rock-type Pokémon. As the gym leader, I need to see a potential as a trainer. And I need to see the tokenness of the Pokémon that battle with you. English skills over 1000. Und ich weiß, dass es Toughness heißt, ja. Leader Rock. Mit Nose Pass. Ah ne, der liegt ja mit dem Nieder irgendwie, der liegt mit Onyx. Ja, well, ne? Folglich, ja, wir sind mal gleich stark. Aber ich probiere ihn schon mal ein bisschen anzuschimmen, deswegen gehe ich erst auf den Fake-Out. Macht zwar nix, aber wir kriegen natürlich auch keinen großartigen Nachteil. Und vielleicht kriegen wir ihn so eine Runde gehittet, dass er vielleicht kriegen wir ihn jetzt mit dem Krito so instant gekillt. Megasauger. Crit? Ja, ich hab's gecallt. Keine Rocks? Ja! Paea, du bist es. Okay, Geodude. Der ist langsamer als Paea, hundertprozentig. Geodude. Megasauger. Der ist weg, oder? Ja! Nice. Paea hat Bock. Das seid ihr direkt mal. Oh, nix. Ich weiß nicht, ob der schneller ist als wir, aber er sollte uns auch nicht weghauen. Der ist schneller und die Rocks liegen jetzt trotzdem. Aber er ist direkt weg. Und hat Paea direkt mit drei Monster rausgenommen. Seems gut. Lavitar, ja, die ganzen vierfach Pflanzen-Weaknesses, werf es einfach rein. Müssen wir auf Blubber gehen. Mal auch guten Schaden. Ja, passt. Ich
will immer noch meinen Pokémon switchen. So, jetzt kommt das mieseste Viech. Das hat er jetzt mal ordentlich bereit. Okay. Megasauger, Donnerschlag. Der sollte aber nicht killen, Crit, okay. Den tanken wir aber. Megasauger. Der killt zwar nicht, aber wir werden wieder hochgeheilt. Und ohne Crit killt er uns jetzt auch nicht. Citrusbeere, okay. Potion. Wir können es noch weiter hochheilen. Gewinnt das Paella jetzt einfach nur alleine. Paella? Bist du es oder bist du es nicht? Okay. Wir haben auf dem Blubber. Vielleicht kriegen wir Speed Drop oder sowas. Okay, kriegen wir nicht. Aber der nächste Blubber killt. Und Donnerschlag soll nicht killen, ohne Crit. Okay, er killt auch nicht. Blubber killt. Wir haben Kranidos. Das mieseste Ding haben wir. Jetzt nur noch Bonsly. Okay, der sollte aber auch keine große Gefahr sein, oder? Hat er nicht beim letzten Mal noch einen Kabuto? Eigentlich hat einfach von der Arena den Kabuto, deswegen. Aber damit haben wir das jetzt anscheinend deutlich einfacher. Okay, was kommt jetzt? Brick Break. Aber der soll nicht killen, oder? Das ist nur ein Mobile. Okay. Aber ich würde sagen, damit haben wir das jetzt deutlich einfacher bestanden, als es beim letzten Mal aussah, oder? Okay, wir haben ihn immer noch nicht gekillt. Der ist deutlich bulkier, als ich dachte. Ja, aber ich würde sagen, dann machen wir einfach mal den quasi Konter hier. Badring, oh, Durchbruch. Und damit haben wir den ersten Arena-Orden. Und Paella ist meine übelste Carry. Und mit Bubble Beam lernen. Aber damit ist es wahrscheinlich noch einfacher gewesen. So, Bubble mit 40, Bubble Beam 75. Holy shit. Ja, Paella, du bist es, mein Freund. Du bist es. Wow, that can't be my buffed up Pokemon. Yeah. This is embarrassing. I wanted lost to a trainer who didn't have a single gym badge. Ja, das ist halt dieses Problem, wenn man so der erste Arena-Leiter ist in einem Spiel. Dass man dann jemanden verliert ohne Orden. Ja. But it's tough. You were strong and I was weak. That's all there is. According to Pokemon League rules, I have to give you all gym badge since you've beaten me, the leader. Here's your official Pokemon League Cold Badge. Patrick received the Co-Badge from Roark. Dieser Name, also in welchem Deutsch? Fight. Ja, nehme ich. Aber Roark. What the fuck? Having that Co-Badge means your Pokémon can use the hidden move Rock Smash outside of battle. You should also take this too. TM76. Stealthbox, ja. Man muss ja eh nicht switchen in dem Match. Holy, bin ich halt glücklich. Vielleicht kommen wir eh nicht von unten rein in der Höhle. Das wäre ja kein Durchbruch, oder? Mal anschauen. Erstmal gehen wir erstmal wieder raus. Heilen uns erstmal wieder hoch. So. Und ich glaube, ich packe jetzt vorerst mal ein paar Jahre nach hinten. Hat jetzt genug geworkt gerade. Ich packe mal jetzt mal nach vorne. Magnega hat wahrscheinlich in den letzten Folgen so ziemlich am wenigsten mal, einfach nur weil da jetzt hier Gesteins- und Bodenmonster rumgelaufen sind und da macht ein Flugmon nicht so viel. Eigentlich also haben wir eine Pflanzenarena vor uns, das heißt, wir sollten Charmeleon, Hasenkeule und McNugget gut aufheben. So, ich finde es irgendwie. Hab ich Schutz? Muss mal gucken. Back. Haben wir Repel? Nein, haben wir nicht. Aber wir haben noch eine Perle. Wir haben noch zwei Perlen zum Verkaufen. Und auch wir haben Repel. Ich bin blöd. Aber wir haben hier einmal eine große Perle. Und hier nochmal eine normale Perle zum Verkaufen. Einen Wasserstein, den brauchen wir dann später auch für unser. Oh, den können wir auch noch verkaufen. 5000, ja, nice. Den Waterstone können wir dann später für Paella benutzen. Und wir können jetzt auch Super Potion kaufen. Potion. Ich wollte Repel. Und Repel gibt es immer auch nur den Einsamen. So viel wollte ich jetzt eigentlich kaufen. Ich wollte jetzt mal so 9. Ja, das sind wir auf 15. So, Potion haben wir aktuell 8. Ich erhöhe auf 10. Und Supertränke nehmen wir auch mal so 8 mit. Antidote haben wir 5, Parallel Seal 6, Awakening 0, 5, Burn Heal 5. Ich glaube, es sind auch 5 Eisheiler. Aber außerhalb vom UDT werden wir eh keine Eisheiler brauchen.
I have an eye on you, Buffy. I have an eye on you, Shiny. Fucking Freezes. Weiß nicht, was hier gerade abgeht. Schau mal im UDT vorbei. Also bei dem, was die letzten Wochen immer kam. Oh. What? Whoops, Patrick, you've got a gym badge, huh? Return to City is the next badge. The gym that gives away badges, right? So yeah, I went to Route 207. Ich kann einfach englische Zahlen nicht aussprechen. But you can go there with the bicycle. I like to ride my bicycle. I like to ride my bike. Hey. I'm a team battle and toughened them up so it wasn't a waste. So I'm going back to Gym Love City. Next job, dinner gym badge. 10 seconds before I dash, nein. But who's got time to count? Ja, genau das. Genau das hatte ich mir auch. Wer hat schon Zeit zum Zählen? So. Okay, wir können trotzdem rein. Da waren wir auch schon drin. Wir haben ja schon verprügelt. Lebil! Tell me, you haven't obtained a Poppet? Isn't the Poppet free to anyone visiting the Pokemon Center basement? Anyway, there appears to be no one shading the stupid life city. I shall therefore take my investigation elsewhere. My friend, I suggest you remain vigilant for shady grown-ups. Oh my god, nein, grown-ups! Nein, nicht grown-ups! Fuck, ich bin 18. Scheiße. Wie bist denn du? Hi there, Gym Life City! The busy for me important said you have to come back later if you want to look around. Sorry? So, kriegen wir jetzt nicht irgendwas für den Pokécom? Pokécom heißt das Ding, oder? Hi, I'm the president of the Pokéch Company. Pokéch heißt das Ding. So, what to do? Do you think I should solicit new Pokéch ideas? Okay, wir kriegen anscheinend nichts. Oder kriegen wir was von dem Typen da? You can try, we keep developing pocket apps. So, Pokemon, my pocket is summoned. Hä? Gib mich nur als Namen ersten Ort mal irgendwas für ein Pocket? Wobei. Ah, ne, wir haben ja eh alles. Ich bin voll Idiot. Alter. Da, wait. Da sehe ich mich. So, das ist richtig schön ekliges hier. Alter, 1, 2, 3. Kann was sein, aber 1, 2, 3. Was soll das hier eigentlich sein? Was zur Hölle? Auf der einen Seite macht es ja sehr viel Spaß, auf der anderen Seite. What the fuck, Nintendo? Was habt ihr da getan? Also, ich habe Platin ja schon sau aufgespielt. Ich wusste nie, dass es dieses Tool gibt für den Pocket. Upsa. So, jetzt haben wir ein Smiley gemacht. Jetzt haben wir einen Penis gemacht. Ja. Schön, ne? Ist er noch da? Geil. Okay, ist alles nur irrelevante Scheiße. Alles nur Zeitverschwendung hier. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter nach oben. Oh. Schöne Menschen. Mr. Man, now, Professor Roman, you must comply. Das könnte ein richtig guter Song sein, Alter. Professor Roman, you must comply. Hand over all your research findings for free, naturally. Ja, ich bin's definitiv. Feuerzug, wenn ihr übrigens gute Songs hören wollt, geht zu David Briff Music. Der macht nämlich richtige Scheißmusik. Oder auch nicht. Ist eigentlich ganz gut. Hi, Flipsy. Was geht? Failure to comply will result in a painful time for your assistant. Roman. Ah, Patrick. Well, how is the Pokédex progressing? That's Albert's Sigam. But hadn't I given you your first Pokémon only recently? Ja, und es ist tot.
Es ist so traurig, wie es lustig ist. Perhaps being a trainer is like second nature to you. Ja, meine Pokémon abwerfen genauso. Oh, Professor Pokémon, you must be so difficult. We're speaking to you on business because it's work for us. What we're saying is we demand you comply with our demands. Quite a lot. Why must you be so nuisance? Ich hasse Französisch. Let me list the summer lessons you still need to learn. Don't loiter about for no good reason. Don't interrupt others while they are attempting to converse. If you don't get your way, don't raise your voice to be intimidating. Don't think you've grown strong just because you're in a group. Fünftens, what is with those outlandish outfits you have on? My goodness, you call yourself adults. You kids don't grow up to be like these sorry specimens. He made this personal. Yeah. Let's give this ducks a lesson in civility, please. Better we just play together. Oh yeah. Jetzt kommt so Groudon und Pialga. Haben wir so ein Ding, aber jetzt kommt Groudon und Pialga. Pialga. Well. Oh, ein Clefairy. Cool. Hey, cool. Fake out. Winger Attack. Haha, so. Okay, Aerial Ace. Stunky, verpiss dich. Crit. Und Aftermath. Ja, okay. Pipi, verkack's jetzt bitte nicht. Feenattacke, los! Das war Disarming Voice. So, Silikon. Titte. Und Kaskon. Titte. Ich bin so unfassbar lustig drauf. Pipi, kannst du nicht irgendwas so in Richtung Vitalglocke oder so? Wäre halt ganz praktisch. Alter, der hat seinen Trinktanker jetzt dabei. Geil. Weil Swingshot. Ey, ich bin lustig. Disarming Voice gegen zwei Käfergift-Pokémon. Oder ist nur eins davon Käfergift? Egal. Swingshot! Landere, zieh jetzt auch Swingshot ein. Swingshot! Mit meinem Min-Speed oder. Okay, nur Fell, also nicht Fell Hardly. Oder Rashy, was auch immer. Ich bin mal der schnellste nach drei verdammten. Alter. Alter! Ich krieg zu viel. Danke, Pipi. Midnight Group Level 19. Erke Grunz und Galaktik Grunz. Haus ist Du lieferst nur Option, wir wäre Triathlonhof. Wir schalten so, because Tiam Galaktik ist Bene Volentual. Okay, halt doch Maul, halt dein Maul. La 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 la. Heil mich doch einfach, du Fatze. Okay, haben jetzt wenigstens meinen Starwege geheilt. Ach, verpiss dich doch, ich brauch deinen scheiß Müllkoffer nicht. Hey, Fashion Case. Du kannst deinem Kackding irgendwelche Sachen anziehen. Hey. Tieren was anziehen ist zwar so eine behinderte Sache, die man machen kann, aber hey, mach mal. Ah. Hey, scheiße einfach. Und für sowas verschwende ich jetzt wieder voll wertvolle Partminuten. Die ich auch damit verschwendet habe, mit Leuten zu reden, die komplette Scheiße labern. Und allgemein mit Scheiße labern. Wofür mache ich das eigentlich alles hier? Penis. Einfach nur Penis. So. Bug. Repel. Dann lass die doch mal mit TM, so ich weiß. Oh, aber sie ist hier. Ich war noch nicht mal drin. Expert Bell, what the fuck?
und Rocktomb. The fuck? Hä, hey, ist jetzt schon Rocktomb haben können? What the fuck? So, aber erstmal die Expert Belt. Jetzt man kriegt den, der kriegt doch Paella, oder? Ja, kriegt Paella. So, und jetzt hier Rocktomb. Felsgrab. Protein definitiv, dann kann er sich auch mal gegen die scheiß Flug-Pokémon wehren. Statt leer. So, dann können wir direkt raus. So, ich würde aber sagen, wenn wir jetzt schon hier Level up haben, dann bringen wir jetzt vielleicht mal Frischkäse zur Entwicklung, oder? Boah, zwei, da willst du mit dem Ball entwickeln. Böller nicht mal weg. Wir böllern diese Frau jetzt weg. Was seid ihr dazu, Kinder? Gut. So. So, Chilubi. Frischkäse, böller die alle weg. Eisenschädel. Tackle. Unfassbare 3 KP mit einem Volltreffer. Heftigst. Nochmal ein Schädel und weg. Oh, Tanhin ist so OP so früh im Game, ne? Ja, der ist auch später im Game OP, wenn er sich dann mal zu Metagross entwickelt hat. Ich werde jetzt einfach ohne random Flammenwurf verlieren. Ich hol's schon mal. Da kommt irgendwann so ein komplett random Flammenwurf. Das ist schon ziemlich schromisch. Alter, bin ich lustig. Ich bin so unfucking fassbar lustig. So, Igel sammeln. Du wurdest weggeböllert. Ja. Schon wieder Miracle Seed. Wir haben doch schon Miracle Seed, Mann. So. Da hat ein bisschen ADHS, der Junge. Ja, ADHS hilft ein Stahlklotz. Für gewöhnlich. Wumple. Ja, immer dieses High-Quality-Moderatoring. High-Quality-Moderation, so. Du willst ja nicht immer ins Englische abdriften. Das habe ich schon wieder getan, fuck. Bugbeetle. Der Almighty Bugbeetle. Wing Attack. Geil. Oh, Mighty Bugbeetle. So, I'm not going to be able to win. Nein, so, jetzt sehen wir mal Charmeleon und Proteine für diesen Doppelkampf. Also, wir hätten auch eins mit zwei Schneiderbäume weg sind. Weiter, eine Flurry-Type, ja. Ich habe gerade einer Frau gesagt, dass ich wegböllern will. Ah, cool. I'm asking you to make a point. Ich lehre an der Trainerschule. Jetzt bin ich plötzlich Deutsch. Und würde dir eine Lektion erteilen. Aber bevor ich das mache, ich will, dass du diese TM bekommst. TM 78. Und das ist Liebpreis. Die Alte hat ordentlich Bock. Das merkt man schon mal. Also, Mädel, wir beide, jetzt, jo. So, und da war gerade meine Mom im Zimmer. Schön. Ich werde sie vergessen auszukarten, hundertprozentig. So. Ja, One-Shot. Was habt ihr? Diesmal würde ich doch die Eiger und Palkia. Mino und Plusse. Fast. Sind dann auch beide rot und blau, oder? Wait. Nee, die sind lila und blau. Ich lade mal wieder nur Scheiße. Unfassbar.
Drachenatem oder ja. Und so atmen sie an mit der Wut eines Drachen. Und machen irgendwie noch 40 HP Schaden. Und dann da brecht das andere einfach in der Mitte durch. So, dann müssen wir noch einmal die andere Dach-Move drücken. Und die anderen Kampf-Move drücken. Da wird irgendwie Save jetzt nicht ausreichen. Harping Hand. Charge Beam. Oder ich könnte wehtun. Aber jetzt ist Mino. Und Mino hat weniger Attack als Plusle. Und kriegt er die gekillt. Das ist irgendwie traurig. Und es geht natürlich nicht. Und es ist zwar jetzt, es wird zwar sehr weird, dass ich das jetzt mache, aber ich werde rausgehen. Weil ich halt keinen Bock habe, hier jetzt irgendwie wegen einem Crit Proteine zu verlieren. Das ist wieder unfassbar komisch, wenn ich das so sage. Aber auch Hasenkönig ist halt deutlich besser, wie man sieht. Leben Leeds. Lebe und Litz, lebe und Litz, lebe, 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 lebe und Litz. Bullet Seed, hey. So was, wie stark ist ein Bullet Seed hier jetzt in dem Game? Stärke 3, Stärke 20, 25. Es könnte, ich könnte dir ein paar eher beibringen, aber aktuell habe ich ja noch den Megasaur auf dem Ding und da nehme ich echt aktuell noch behalten. Ich glaube, falls wir irgendwie noch einen anderen, wir werden das hier mal irgendwie einen Pflanzenschal oder so bekommen. Oder vor allem erst noch die Joto-Schale wahrscheinlich. Aber ja, wir sind jetzt in Flori angekommen. Ich weiß nur, dass man hier noch eine TM bekommt, soweit ich weiß. Oder war das in dem Haus? What? Das wäre so ein Ding natürlich schon cool, so ein Kikugi. Wenn man es dann einfach gegen Dinger traden könnte, gegen so einen Bion-Scorer. So, nee. Wait, hey, bekommen wir hier nicht in irgendeinem Haus Pflücker? Okay, das ist ein Item. Oh, der redet über Alola Pokémon. Okay. Hey, bekommen wir doch Pflücker eigentlich, oder? In irgendeinem Haus. Oder bin ich halt bad? Gibst du mir Pflücker? Hä? Bin ich halt bad? Oder gibt's mehr Pflücker? Gibst du mehr Pflücker? Hier in der Stadt bekommt man auch Pflücker normalerweise. Oh, doch hier. Ah, ne, da war ich ja gerade schon. Du von Transport. Den 40 ist ja Eroas, oder? Okay, kein Pflücker, sondern Eroas, auch gut. Nehme ich. Eroas ist auch gut. Ja, aber von den Monstern gerade ist es nicht wirklich eins, wo ich es ihm beibringen würde. Und weil ich aktuell noch keine Ahnung habe, ob Duak vielleicht am Ende ein Feuerdrache. Der Dinger hat. Address the Pokémon. Attack your Pokémon for a few seconds. Mal was gucken. Okay, Gabo haben wir tatsächlich also schon, Zucchini. Ah, bestimmt, wir haben den Rest. Haben den, oh ne, der Rest ist ja schon down, oder? Also, welche Topi ist auch down, ne? Blemmy haben wir noch. Ein Bratgockel. Sind einfach alle tot. Sind einfach alle tot. Sadness macht sich breit. So, heißt, hier bekommen wir wahrscheinlich unseren nächsten Starter. Folglich, ich lege schon mal drei Mons ab. Das ist hier wahrscheinlich die Dingerstar, die Yodo-Starter, oder? Ja, das ist der Film. Ah, ihr Trainer, Reward. Es wurde insane, okay, gut. Ist was cool? Ist der Cave called Tojo Falls within the Yoto Region? Ist denn. Wait, ist die Toyo. Nee, der ist doch nicht Toyo, oder? Nee, wait, die sind in Kanto. Ja. The German Wild City give you out the Feather Badge, ja? Yeah? Was?
Bredzahn ist doch die Flugarena von, weißt du mal, Falk, oder? Okay, dann nochmal. No, haben wir da richtig. Das zweite ist dann also auch no. Okay, Orange Apricorn be found with, ja. Was? Ist das keine Orange Apricoco? Dann eben alles no, legit. Sehen Sie hier, Patrick blamiert sich bei einer unfassbar einfachen Quiz. No, warte, das Video bauen ist das Card. Oh, auch gut. Drei Fragen mit No und fertig. Chikorita. Hallo, guck mal, der will dich grillen. Und grill dich. Oh, lol, der zählt das sogar. Giftfutter. Sag mal so, ich bin ja kein zu großer Hater. Also, es gibt ja ein paar Leute, die. Würde ich sagen, in die wir es absolut scheiße. Sag mal so, es ist ein CP absolut scheiße. Also vor allem, also halt Meganie. Ist ein CP legit nicht gut. Da gibt's keine zweite Meinung. Was ihn ist. What? Intimidate, what the fuck? Jedenfalls, ja, ist ein CP nicht gut. Vielleicht maximal im ZU oder so. Aber selbst da kommt es wahrscheinlich nicht großartig zum Einsatz. Gibt es vielleicht bessere Grass-Types. Aber ich finde es für ein Playthrough jetzt nicht so unfassbar schlimm. Da ich mit Megane wirklich komplett 100% Playthrough in Hardcore Soul Silver hatte, so schlecht kann es ja nicht sein, ne? So, damit ist jetzt Totodile auch down. Jetzt haben wir Cinderquill und dann können wir natürlich auch mit Paia direkt besiegen. Auch wenn Paia einfach mit am Wegleveln ist gerade, aber machen wir mal. Bubble Beam haben wir jetzt noch nicht gesehen, dem ganzen Part, wenn wir ihn erst in diesem Part erlernt haben. Blubstrahl. Weg. Super effective. Battlefield Reporter Jenny. We have a winner! Oh yeah, winner, winner, chicken dinner und so. You won, well done. Winner, winner. Oder wie wär's, was mal? Sieger, Sieger, Hähnchenfrühstück. So muss das. Ah ne, Hähnchenabendessen, so. Tell me when you want them. Yo, here's a prize. Steve Pomerantz, Chikorita. 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 Ja. Lustig ist halt, Chikorita ist ja schon ein Salat. Aber. Mach doch was so. Nehmen wir einfach eine andere Art von Salat. Wir können natürlich auch einen Endivien-Salat nehmen. So, Firemaus ist Cyndaquil. So, wie kann man das Ding nennen? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal. Ich habe eine Idee, wir nennen es jetzt Jostabeere. Weil Stachelbeere zu lang ist und das Ding auf dem Rücken ein bisschen aus wie eine Stachelbeere. Finde ich zumindest. Jostabeere, das Feurige. Big Jaw, Totodile. Yeah! So, dann haben wir hier unser Großmaul. Wie können wir den denn nennen? Nehmen wir mal Sprudel. Oh. Ich erinnere dieses Kalimani-Geräusch aus dem Anime nicht. Das ist. Ich würde es sehr gern können. Das sind so die Ziele eines 18-Jährigen. Okay, ruhiges Wesen geht sogar echt klar für Chikorita. Overgrow Bell passt. Der sieht schon hier Zauberblatt. Ziemlich cool. Ja. Nimmt man. Aber den hier, der kann auch schon Flammenrad, die wir gerade gesehen haben, schon im Kampf. Das ist halt nicht so, aber vor allem der ist sogar ein Level über Entwicklung, der entwickelt sich eigentlich auf Level 14. Hat den hier. Ja, aber sag mal so, wenn wir neues Unity brauchen, ich wäre jetzt auch nicht gerade abgeneigt davon, 1 von 3 ins Team zu nehmen. Aber aktuell haben wir unser festes Team. Großartig, das ist sogar weiblich. Die Osterbeere. Wir einfach Sonnenkern wahrscheinlich nie mitkommen wird, wenn wir einfach noch. Wir haben im Team noch ein paar Eier. Da haben wir noch Zucchini und Kohlsalat.
Weil ich werde definitiv erst Indivier mitnehmen, bevor ich Sonnenkern mitnehme. Das sollte hoffentlich da sein. Scoplands. So, Team ist wieder komplett. Wir heilen kurz. Und wir haben wieder absolute Überlänge, heilige Scheiße. Aber das muss gerade noch sein. Und wenn wir jetzt schon lange keinen Part mehr hatten, dann muss der nächste auch ein bisschen länger sein, ne? Aber ich würde dann sagen, das wäre es dann für den heutigen Part von Pokémon Renegade Platinum. Ich werde heute wahrscheinlich keinen mehr aufnehmen. Wahrscheinlich demnächst mal wieder was. Deshalb habt ihr ja eh dann jede Woche mindestens ein Video bekommen mit UDT, vielleicht sogar zwei, wenn ich das Teambuilding gemacht habe. Folglich, ja. Ich hoffe, ich kann einigermaßen aktiv bleiben. Und vor allem, Teaser. UDT 2 startet, soweit ich weiß, Mitte August. Seid gespannt. Ich habe meinen Draftplan schon einigermaßen gemacht. Aber ja, die Vorstellung wird dann auch folgen, wenn alles gedraftet ist. Vielleicht kommt dazu auch irgendwas auf Twitter, keine Ahnung. Folgt mir auf Twitter. Genau das. Und ich würde sagen, das war's dann für heute. Mit 36 Minuten Aufnahme. Und bye bye.